Mir fehlen noch Fanfaren. Die wunderschönen. Zum große Würte, Würze. Gewürtete Lappen? Ach, scheiße. Willkommen zu Mountain Blade Bannerlord. Willkommen zurück. Es geht weiter. Wir haben Epicrotea eingenommen, McLeoya, Meek, Mikalovia und weiter geht's. Amitatis hat man nicht noch, hat man das jetzt verloren? Ich habe jetzt die letzten, wieder einen Tag nicht gespielt zwischen der letzten und der Folge hier. Wir lösen mal auf die Armee und gucken mal. Ach ja, oh ja, hier waren noch zwei Armeen, das habe ich schon wieder vergessen. Oder auch nicht. Das würfeln wir mal gerade aus. Ja, sehr schön. Bitteschön, du kannst gehen. Wieder ein paar Gefangene. Dankeschön. Vielen Dank für die Sachen. Baum hier. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt mal Lords von woanders hier einquartieren. Sonst machen wir hier Olitär der Schmied dran, aber den brauchen wir eigentlich. Prinz Impossible haben wir noch. Sehr gut. Prinz Impossible. Jetzt wird das Ausbauen von so Gebäuden halt nicht mehr so wichtig, weißt du? Ah, Ataconia wird angegriffen. Und Macleovea. Ich glaube, wenn ich jetzt da hingehe, können wir schon nicht angreifen. Das müssen wir aber spielen. Dann haben wir direkt was zum Spielen. Kinderüberraschung. Eine Schlachtenüberraschung. Oh Mama, ich habe ein erschossenes Pferd dabei. Oh, das ist aber schön, mein Sohn. Guck mal, diese Pfeile im Kopf. Oh, das ist aber toll. Ach, guck mal, sogar mit der Brücke. Wie cool ist das denn? Zwei Brücken? Drei Brücken? Was ist das denn hier? Wer baut denn so? Okay. Wir greifen an. Ist jetzt natürlich blöd. Aber es ist auch gleichzeitig geil. Alter, die können wirklich nur mit die Brücke laufen. Das ist viel zu tief, das Wasser. Das ist ja mal heftig. Alter, warum haben wir... Guck mal, das ist doch mal eine Map. Gut, ich verstehe nicht, warum es gibt hier keinen Weg. Guck mal, die haben hier Brücken gemacht, aber keinerlei Wege, Straßen, noch eine Brücke? Das Imperium hat so viel Geld. Männer Gottwalters, Männer der erlösten Freiheit, Männer der... ihr kämpft nur für mich, für euer eigenes Wohl gar nicht. Sondern für das Wohl Adliger. Ich habe irgendwas erschossen. Das soll das Blut darstellen? Auf Position! Haha! Lol, da kommt nichts durch. Wie geil ist das denn? Machen wir so. Lass mich hier raus! Endlich mal eine neue Map, oder? Da guck mal, die Bogenschützen. Ich könnte jetzt vorrücken. Nach hier. Dann würde mich angreifen und alle meine Bogenschützen hätten freies Feuer. Über die Brücke, wie cool! Das muss ich screenshotten. Und noch mit dem Banner an der Seite. Mir fehlen noch Fanfaren. Die wunderschönen.
country! Forward! Soldier Putman, raise your shield! Line formation! Sollen wir gerade schnell auf Position laufen? Ich glaube, ich will sterben, sehe ich hier gerade. Wir wollen es jetzt wirklich wissen, ne? Oh, Stufe aufgestiegen. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Und unsere Fernkämpfer sind bereit. Guck, und die können jetzt in die Flanke ballern. Oh, da, guck mal, da kommen sogar welche von hinten. Eine sind unsere. Okay, los geht's. Stellung halten! Angriff! Für Gott weiter, die Freiheit und den Besten aller Besten. Sehr schön. Das war's. Ja, guck mal, da ist auch nichts mehr an guten Einheiten dabei. Ja, das war's. Sehr schön, sehr schön. Das ist immer noch Stellung halten, ne? Okay. Wo ist denn jetzt der Letzte? Ah. Hervorragend. Okay. Ist ja sonst nichts, ne? Ich schenke mir jetzt alle der Festung hier. Mir ist egal, wie viel die haben können. Ach, das geht gar nicht. Kann ich eure Gefängnisse nicht vollbuttern? Dann nicht. Okay. So, dann nach Epikrotea. Dann verkaufen die jetzt einfach. Burg Attaconia. Da müssen wir jetzt mal hin. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da irgendwie großartig was ist. Nee. Dankeschön. Ach scheiße, ich wollte Bogenschützen. Wunderbar, wunderbar. Warte mal. 427. Okay. Wir haben noch ein Level gemacht, aber wieder kein Attribut, ne? Ich glaube, da gibt es sowieso nichts mehr. Was machen wir denn da? Tja. Sieht's aus mit meinen... Nee, nee. Bastian. Ihr soll Bastian... Sollen die ruhig mal ein bisschen selber was machen? Attaconia, ich eile, pass auf, wetten, das fällt jetzt. Alter, 4 Katapulte. Da müssen wir uns in die Verteidigung schleichen. Jo, machen wir auch. Warte mal. Sind die denn schon am Kämpfen? Ja.
Verstärkung ist da. Pass auf, jetzt verkacke ich. Das wär's jetzt, ne? An die erinnere ich mich gar nicht. Mit den ganzen Katapulten, das wird der Knaller. Okay, los geht's. Haben die... Die haben einen Turm da. Wo bin ich denn? Was zur Hölle? Was ist das für ein Spawn? Yo, die Ballista hat direkt einer gemäht. Weggemetzelt. Wir müssen zum Katapult, das ist da oben. Ja, hier ist Katapult. Ach, kommt schon, lasst mich durch. Ich bin Arzt. Mein Gott, kommt, wir haben es doch eilig. Okay, haben sie einen Katapult oder so? Das ist ein... Okay. Da ist ein Rambock. Ich mach direkt erstmal auf Maximum. Und zwar zu weit nach rechts. Nee, hat... War okay. Sehr schön. Feuer! Sehr schön. Ich glaube, der macht nicht mehr lange. Ich müsste eigentlich mal in die Menge reinschießen, aber... Das ist auch der Turm. Aber der ist nicht so wichtig. Yo! Oh, das, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen hier... Ich glaube, es ist schon kaputt. Ich kann es halt nicht sehen. Ich gehe nochmal eine Linie zurück. Komm schon, hier ist das Katapult. Das ist der Rambock. Jetzt sehe ich ihn. Ich gehe mal auf 3. Ja, ja. Ich glaube, der Turm ist im Arsch. Der Turm ist im Arsch. Hier lang, hier lang. Oh, komm schon. Ja. Hier. Nein. Ach, komm schon. Ach, scheiße. Ist kaputt, ne? Ist nicht kaputt. Scheiße, nachladen! Einen können wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben. Ja. Ach, komm schon. Das Katapult steht echt gut. Scheiße. Ich versuche, was drauf zu werfen. Wo sind die Steine, ihr Lappen? Wo sind die Steine? Eins unten, oder was? Komm schon, lange hält das doch nicht aus. Nein! Okay.
So viel dazu. Ja, hier sind die Steine. Warum rennen die denn alle rein? Was ist hier los? Ach so, wir haben ein zweites Tor. Ach ja, das ist ja total krass hier. Achso, und das ist dann zu, ja? Ah. Wie komme ich denn jetzt? Boah, jetzt werden die da zusammengeschossen in dem Hof. Boah, jetzt stehen die hier oben. Hier sollten die eigentlich gar nicht stehen. Guck! Jetzt schießt die Bogenschützen den einfach in den Rücken. Aber die haben gute Truppen, die Feinde hier. Und gut, dass ich die nicht am Feld gestellt habe oder so. Hier haben sie auch nochmal Steine. Guck. Ich glaube, das war's. Ich glaube, die fliehen, oder? Das war's erledigt. Ja, das war's. Einrad von Keks, wir glauben alle an dich. Alter, guckt euch mal die gepanzerten Leute alle an. Wo die jetzt auf jeden Fall nochmal her, würde ich gerne wissen. Schwer genug, einen davon zu killen. Auf dem Feld. Einrad voll Keks wieder. Ey. Der nächste bitte. Einrad tötet. Kennt man ja so gar nicht. Ist sie alle am Abknallen. Der wissen, wo er ist. Das war's, wir haben gewonnen. Flieht, ihr Narren, flieht! Sehr schön. Nicht jubeln, schießen! Genau, genau. Die Balliste muss jetzt noch da reinballern. Komm schon. Welch ein schöner Sieg. Welch ein schöner Sieg. 88% der Beute. Du kannst gehen. Silvind.
Alter, komm. Ah, Ethel, du warst hier drin. Und Baron, oh, wie viele Lords waren denn hier drin? Ich heiße Aldemar. Oh, ich bin euer König. Ich hab die alle befreit, die wurden alle gefangen genommen. Krass. Übel. Aber keine gefangenen Truppen. Scheiße, er hat nicht alles genommen, ich raste aus. Komm jetzt einfach da rein. So. Okay. Wir bleiben erstmal hier ein bisschen stehen. Das hat sich doch gelohnt. Warte mal, die machen wir jetzt noch weg. Ja, ja, nix da, Freundchen. Ich muss nochmal ein paar Lords anwerben, glaube ich. Dann haben die nämlich noch weniger. Jetzt gib mir das doch. Ist mir egal, ob ich überladen bin. Du bist halt lahm. Abdeltruz. Das ist alles namentlich gar nicht so. Wow, 215. Nicht, bloß nicht zu viele. Boah, Alter. Wenn wir jetzt Parteien in den Krieg erklären, das wird echt übel. Wenn die uns den Krieg erklären. Ne, das kann schon was werden. Krass, die haben Balgard, Omor. Ja, wir müssen gucken, dass das halt nicht passiert. So! Wir haben genug Kohle. Naja, wir haben 297.000. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen mehr scheffeln. Oh, jetzt über die Hauptstadt. Ich will jetzt nochmal nachlesen. Epikrotea. Epikrotea, die Siegreiche, ist nach dem existenziellen langhaarigen Militärgenie Sarapios benannt, der einen batanischen Heer vernichtete und zum Imperium die Lande westlich von Lankus sicherte. Ihre Türme und Mikron aufragten häufig das erste, was die Nordländer. Sondern es ist nicht die Hauptstadt. Tut mir leid, ich weiß gar nicht mehr, warum ich glaubte, es ist die Hauptstadt. Cyrenaica ist die Küstenstadt am Fuße des israelischen Weins. Getreides und der Pferd ist nach dem Fürsten Ziona benannt. In wenigen Frauen der Imperium beherrscht jedoch lediglich den Rang. Vergängliche Leidenschaft. Wie sich das anhört! Ach egal, wir werden es irgendwann rausfinden. Das habt ihr bestimmt schon 10 Nummer geschrieben. Alter, also wie... Ich kann es schon gar nicht mehr lesen. Die ganzen Ausgaben und Einnahmen. Wir gehen mal hier zu Garnison. Und holen uns mal Truppen. Jetzt aber auch nur die guten Truppen, ne? Gut. Geht's mal nach Epikrotea verkaufen. Da wird wieder Burg Mekalovea belagert. Bastian kommt mal erstmal wieder bei uns rein. Bastian ist da, aber... Okay, Pansen und Kitzschneider sind auch noch da existent. Komm, wir fragen nochmal einen. Wir gehen am besten zu Königreiche und fragen direkt mal. da. Fragen wir einen von den Großen. Ach nee, Ragier kann ich nicht fragen. Das Südliche drin ist nämlich dies die Anführerin. Bescheuerte Namen habt ihr denn hier? Ist irgendwie ein Pickel am Hintern. Okay. Ja, meine Leute sind immer nur da, wo ich sie rauslasse. 300.
Und los. Angriff. Angriff. Oh, guck mal. Wir sind auf der Anhöhe. Hier sind die Karten. Die Karte ist ganz nice, aber das mit den tausenden Brücken verstehe ich nicht. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil man entweder da spawnt, da spawnt, da spawnt oder da spawnt. Ja! Ja, sehr schön. Alter, guck mal, wie viele batanische Lappen wir jetzt schon haben. Ja, ja, feuern wir einfach erstmal. Aber ich glaube, von denen sind ziemlich viele echte Lappen. Stellung halten! Ah, sie kommen. Ach, guck mal, wie wenig das sind. Angriff! Sehr schön. Das war's. Entschuldigung. Jo, das war's. Machen wir wieder schnell. Ihr seid einem freundlichen Trupp begegnet, hä? Die müssen mich ja alle lieben mittlerweile. Wir haben Baron Ikerand befreit. Komm, gehen wir auch wieder verkaufen. Ach nee, Truppen waren das. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Und erstmal den hier. Nein, ja, warte mal. Jetzt hier schon einen von uns in der Nähe? Nee. Dann spenden wir die einfach. Ah, Fornhart. That's nice to meet you. I want to spenden zum Truppens. It's not working. So, we go to the Burg. And then we spenden some Truppens. Spenden. Eine milde Spende, bitte. Plünderer. Bauern. Bauern! Hier. Imperialer Wiegler-Rekrut. Was auch immer. Da steht Imperial dran. Weg damit. Sind es nur noch ein paar? Sehr schön. Das schafft er aber jetzt selber, ne? Ich glaube, ich muss meinen King Schneller muss ich mal Truppen geben, glaube ich. Bleib drin, King Schneller. So, King Sunella, wir geben dir mal ein paar Sachen. Wir geben dir mal die Kavallerie. Das sind Gefangene.
Habe ich gut gemacht. Bis 200 mittlerweile, das ist doch schön. Mhm. Oh, ein Panzer ist auch da, sehr schön. Okay. Dann warten wir gerade hier. Entschuldigung. So, ich habe doch ein paar Nachrichten losgeschickt. Ja, wie gesagt, bei Stogia ist es halt kaum irgendwas. Ja, minus. Tja, was ist los mit dem sogenannten... Ja, können wir gerne machen, Aserei. Aserei? Wegezoll! Mittlerweile ändert sich nirgendwo irgendwas, oder? Die Besitzer der Stadt gezahlte Handelssteuer wird um 3% erhöht. Der Wohlstand der Stadt wird um... Nee, das ist eigentlich blöd. Das ist teuer. Egal, machen wir. Ich will nicht, dass Wohlstand gemindert wird. Ist das jetzt aber ein permanenter Wert oder war das ein monatlicher Wert? Wie sieht es eigentlich bei der Quest aus? Das westliche Imperium ist so strong. Okay, sind alle hier. So, wir müssen jetzt mal, ja, ach komm, wir verkaufen das. Also wenn man das nochmal macht, dann werde ich auf jeden Fall wieder Schmiedemods installieren. Und von Anfang an alles freischalten. Oder ich werde mir ein Schmiede-Companion machen. Und den nur auf Schmieden gehen lassen. Ich werde alledem seine Skills resetten und sagen, du hast jetzt hier Schmiede 10 etc. Ach, Mann. Nein. Ah, ich bin der Beste. So, nochmal. So. Komm, wir können erstmal das verkaufen. Hickory-Armbrust verfeinert. Ist aber nicht... Ah, nee. Brauchen wir nicht. Ritterdrachenschild. Nee. Oh. Ach, da Scheiße. Wir müssen mal ein paar Sachen verkaufen gehen. So. So, wir wollen ja ein paar Lords anwerben. Also gehen wir jetzt mal kurz zu den anderen Städten und verkaufen auch mal alles. Der erste. I trust you have. Aha, ja. Okay, hat sich erledigt. Nein, ich will nicht Tablut spielen. I know you. Hello. So, es gibt aber was, wir reden müssen. Es geht um die Treue zu deiner blöden imperialen Tante. Du willst nicht und dann Entschuldigung. Tschö. Toll, so viel dazu. Dann gehen wir nach Rotal. Oh, a rebel faction emerges. A rebel faction has emerged in Godwater. They are led by Clan Kostroving. The rebels demand that their lands be allowed to secede from the kingdom. Und Kostroving war jetzt auch ein Lord, den wir angeworben hatten, oder? Aber es gibt... Die haben noch nichts irgendwie... Rebel Faction. Ah, Joint Faction. Das ist ja geil, ne?
Anführer DT hier. Pazifitens, Königreich, die. Ist nur Fraktionen. Wo keiner mitmachen möchte. Aber denen geht's doch gut. Aber die haben keinen Lehen, ne? Was ist, wenn ich denen irgendeine Burg gebe? Habe ich noch irgendwelche Burg? Ich habe doch Burg ab. Genau. So, mal gucken, wer jetzt angepisst ist. Das muss ich jetzt mal warten. Clan Kaishi, brauchen wir mal ein bisschen. Oh, wir sind O. Oh, wir sind O. Wenn ich denen jetzt eine Burg gegeben habe, müsst ihr doch die Klappe halten. Guck mal da, wieder einer. Ich glaube, wir müssen mal weiter belagern gehen. Ach nee, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nur noch mit meinen eigenen Truppen. Geheimrat des Fürsten. Na toll. Hätte ich doch jetzt bloß noch Punkte übrig gehabt. Clan 5 Ratserhaltung Einfluss pro Tag. Dafür erhöhen sich die Einflusskosten dafür. Clans mit niedrigem Rang in der Armee zu um 20%. Ablehnen können wir es nicht. Also sagen wir ja. Ach, Katatil kann das auch machen. Die brauchen uns gar nicht. Was ist denn mit Burg Resos? Nee, die gehen da gar nicht hin. Oder jetzt? Irgendjemand wird die ja wohl verjagen. Ich denke mal, die Fraktion hat sich nicht gelöst. Ich denke mal, das bleibt einfach. Abdiction. Das ist loslösen, ne? Detti und Castrowing. Kastrazieren steht da. Rolan. Hat die denn genug? Hab ich jetzt nicht geguckt, wie groß die Armee war. Hin und her, hin und her. Nein, da müssen wir helfen, glaube ich. Nee, das wird. Okay. Komm, gehen wir erstmal verkaufen. Das muss ja jetzt mal erledigt werden. Aha, Amitatis wird belagert, aber nicht von uns. Das ist jetzt sehr interessant. Das aber jetzt nicht. Batania, oder? Es ist Batania, ich raste aus. So, Rolan. Nee, das ist nix. Alter, guckt euch mal die Armeen von denen an. Oh, boah. Und wir sind halt im Dauerkrieg, ne? Gegen das Imperium. Kann ich nicht mal versuchen, ein Bündnis zu machen? Ey, wir haben noch was am Laufen. Guck mal, wir haben doppelt so viele Lords. Lordies. So, jetzt müssen wir mal wieder verkaufen. Badam. Tja, wenn man jetzt Frieden machen könnte, ne? Dann hätte man schön Peace und könnte einfach andere Sachen machen. Aber jedes Mal meckere ich deswegen rum. Nee. Dann müssen wir so machen. Nach Jan Maris. Ich brauche die Lords für alle meine Städte. Oder ich gebe die Städten allen meinen Companions. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Challenge beim nächsten Mal. Wir, weißt du, alle Lords können mir mal echt mal gestohlen bleiben. Kann auch niemand rummotzen. Oh, ja, ne, viel Geld hat der nicht. Katafrakten, Lamellenrüstung. Warte mal, das ist ein deutsches Wort, oder?
Mann, ey, so viel krasses Zeug, aber es ist halt imperialer Müll. Sehr schön. Ich muss auch mal hier aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Und bis dahin, nicht vergessen, ihr seid die Besten. Haut rein, Leute.